Manchmal eben voll sein. Manchmal. Ja. Ein Meilenstein. Ein Meilenstein. Dabei ging es mir eigentlich drum, ich fand von den Resilos den Song Yeah 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 total geil. Okay. Das ist dieses Yeah 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 Yeah. Genau. Passiert in diesem Song passiert nichts außer Yeah 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 und jeder darf ein Solo spielen. Ja. Und die Nummer fand ich so super. Yeah 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 gab es schon und dann habe ich gedacht, was nehmen wir? Und bin dann auf die ganz existenzielle Aussage gekommen, manchmal muss man eben voll sein. Und ich finde, der Song ist eine Nummer. Ist so, tatsächlich. Ich weiß nur, dass wir beim Proben uns tatsächlich am Anfang eigentlich relativ schwer getan haben mit, so jetzt kommt dein Solo. Okay, was für ein Solo? Ja, jetzt kommt das andere Solo. Und dann, nee, pass auf, dann war es zu layer und dann musste man dann, ah nee, da lassen wir die Gitarre durchlaufen, da lassen wir die Drums durchlaufen. Für das, dass dieser Song eine Minute 30 oder sowas ist, also 2 Minuten knapp, war es ein ziemliches Gebastel, den Song zusammenzukriegen und halt in dieser Einfachheit halt auch zum Knallen zu bringen, tatsächlich. Und am Ende des Tages, glaube ich, tatsächlich der Durchbruch haben die Chöre gebracht. Das stimmt. Indem wir auf dem Album geguckt haben, okay, was können wir damit machen? Und dann haben wir nochmal eine Spur eingesungen und nochmal Spur und oh nee, jetzt brauchen wir noch eine Grillparty im Hintergrund. Und tatsächlich sind da ganz, 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 ganz viele Stimmen. Also wenn man diesen Song aufmerksam anhört, sind am Ende oder in Richtung Ende dieses Songs kommen immer mehr Stimmen. Es werden immer mehr Leute. Am Schluss sind es wahrscheinlich 50 Leute, die da irgendwie eine Party machen auf dem Song, die den Ganzen dann zum Feiern bringen irgendwie tatsächlich. Und es ist ein Song zum Feiern. Also, ja. Auf jeden Fall. Musikalisch ist es jetzt kein Meilenstein, aber feiertechnisch ist der richtig ist ja super. Vor allem fand ich sehr geil, wir haben den ja auf dem Album als Bonustrack drauf, der steht ja auch nicht drauf, ja. Aber offiziell steht er nicht auf dem Titelblatt drauf. Und wir haben eine CD verkauft und da kam der, warum habt ihr manchmal nirgends drauf? Warum haben wir den eigentlich nicht draufgenommen? Ist doch drauf. Ja, ja schon, aber warum haben wir denn da nicht draufgeschrieben? Ein Bonustrack. Ja, ein Bonustrack. Keine Ahnung, warum nicht. Damit genau sowas passiert wahrscheinlich. Richtig. Ja. Das ist typisch Tante Inge. Wir tun was und wissen nicht warum. Aber es macht auch nichts. Genau. Und wir tun es immer wieder. Manchmal muss man eben voll sein. Manchmal muss man eben voll sein. Manchmal.